Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Ich präsentiere euch heute die Patch-Notes zum September-Patch im Jahre 2016 und wir legen direkt los. Es gibt einen neuen Mech im Spiel und zwar der Nightgear aka Geierfalke ist ein klitzekleiner, putziger, neuer Clan-Mech. Mit seinen zarten 75 Tonnen auf dem Schlachtfeld kann er vielleicht sogar das ein oder andere reisen, müssen wir mal gucken. Also er ist recht groß geraten. Wieso, weiß er selber nicht, weil er die Schultern etwas hochgezogen hat, so keine Ahnung. Aber insgesamt finde ich ihn so vom Stil her schon ziemlich cool. Ich werde aber genau darauf eingehen, natürlich in der Mech-Vorstellung zum Mech. Entsprechend gibt es neue Titel und Cockpit-Items. Das Gerät ist am 6. Dezember für Mech-Credits und ab dem 3. Januar für Siebels verfügbar. Und beim Unit-Management unter Faction-Play gibt es ein paar neue Möglichkeiten. Man muss nun keine Tickets mehr kaufen für einen Invite, sondern das kostet einfach Siebels, entsprechend dem, was auch vorher so ein Invite-Ticket gekauft hat. Pro existierendem Unit-Member sind es 50.000 Siebels, die das kostet. Wenn man also 100 Unit-Member hat, kostet ein Invite 5 Millionen Siebels aus der Unit-Kasse. Und beim Unit-Management, das wurde nun erweitert, gibt es den Status, wann jemand zuerst online war, ist scheinbar nicht ganz korrekt oder es wird deshalb heute gezählt. Jeder, der heute noch nicht online war, wird einfach konkret als online angezeigt. Das ist noch nicht so ganz korrekt. Aber man kann nun auch entsprechend bei den Unit-Mitgliedern dann auch ein bisschen einstellen, ob die sehen können, wer wann zuletzt online war und so und wer vielleicht auch nicht. Und es gibt einen Überblick über bereits gesendete Nachrichten. Das ist dann hier Pending Invitations, nicht gesendete Nachrichten, sondern gesendete Einladungen. Da sieht man dann auch, ob die angenommen, abgelehnt wurde etc. pp. Und wenn man die entsprechenden Rechte hat, kann man diese Einladung auch zurückziehen, wenn man das denn möchte. Dann gibt es ein paar neue Champion Mechs. Bei der Inner Sphere sind es die ist es der Panther, die Crab, der Grasshopper, der Zeus und bei den Clans der Gender 2C, Hunchback 2C, Orion 2C und Highlander 2C in diversen unterschiedlichen Builds. Ich werde sie am Ende des Videos einmal kurz durchgehen, gucken, wie die Builds so ausschauen, was ich so davon halte, so für all jene, die meine Meinung einfach interessiert, nicht wahr? Dann gibt es einen richtig dicken Haufen neuer Decals und eine etwas erweiterte Kategorisierung. Nicht so viel krass, es gibt drei neue Kategorien. Eine davon ist neu. Da gehen wir mal auf Camo Speck rüber zu Decal. Und hier haben wir dann die Kategorie New. Wir haben All, Career, Clan, Inner Sphere, Factions, bla 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 bla. Also es gibt jetzt viel auch zu entsprechenden Akademien zum Beispiel. Nagelring oder so, wenn ihr da Interesse dran habt, euch dementsprechend irgendwie zuzuweisen. Könnt ihr das nun machen und wenn ihr die Kategorie New habt, dann seht ihr hier einfach nur alle neuen Decals. Was ich persönlich sehr cool finde, eine sehr coole, einfache Funktion, weil beim letzten Patch fand ich das schon ein bisschen unübersichtlich zu wissen, was das genau neu ist und was nicht. Und hier sieht man halt die ganzen neuen Decals, was meiner Meinung nach auch schon wieder ziemlich cool ist. Ich finde hier die Urukai-Hand ziemlich fett. Fighting Urukai. Der hat halt ein bisschen was von Orks, ne? Die Uruks. Aber ist auch egal. So, weiter im Text. Ja, das zu den Decals. Wenn keine neuen Decals pro Patch verfügbar sind, dann wird der Reiter neu einfach leer angezeigt. Also dann ist da nichts. Beim Gameplay, so das Wichtigste dabei, der Kompass nutzt nun die Gefechtsraster-Icons, also beim Battlegrid oder beim Radar unten. Die werden nun entsprechend die Icons oben beim Kompass auch angezeigt. Dann kann man die Command Rows nur mit dem Mausrad durchrotieren, was ich persönlich sehr praktisch finde. Und dann gibt es auch viele Map-Fixes mit diversen Hängenbleiben-Behebungen, Clipping-Fehler, schwebende Objekte, irgendwas, was nicht richtig dargestellt wurde und so. Ich sage ja immer, ich hau euch den Link zu den Patch Notes in die Videobeschreibung, wenn ihr Bock habt, euch das Ganze reinzuziehen. Guckt euch das nochmal konkret an, damit ihr komplett wisst, was hier irgendwo Phase ist. Und ganz ehrlich, lohnt es sich definitiv, das Ganze mal ein bisschen zu lesen. So mal als Beispiel zwei Zitate. Crimson Strait, Sektor F5. Ein Problem behoben, bei dem ein Bulldozer-Clipping an einer Radioantenne verursachte. Der Radiosender hat seine Klage zurückgezogen und sendet wieder Klassiker aus den späten 1900er Jahren. Oder Frozen City, Sektor E7. Ein Problem behoben, bei dem Wildling-Mechs auf die Spitze der Eismauer kommen konnten. Mecharum Morgulis. Das ist so unfassbar geil. Ich mag diesen Humor. Es ist sehr schön, dass sie sich das so ein bisschen mit eingebracht haben.
Dann bei Emerald Tiger wurde ziemlich viel verändert, was jetzt ziemlich viel, aber doch schon so einiges merkbar. Der ein oder andere Spawnpunkt ist nun nicht mehr bekämpfbar. Man kann ihn also nicht aus der Distanz irgendwie einfach Spawn-Camping-mäßig abfarmen oder so. Das wurde jetzt behoben durch diverse Verhöhungen, Verschiebungen von Gelände. Das ist auch bei ein paar anderen Sachen auf Emerald Tiger so. Und zwar sind diverse Generatoren zum Beispiel nun auch davor geschützt, durch irgendwelche Sniper oder auch Jump-Sniper tatsächlich beschossen zu werden. Falls ihr euch für Faction Play interessiert und das eine Map ist, die ihr oft betreten müsst oder ihr eine gewisse Strategie habt, die sowas beinhaltet, schaut auf jeden Fall mal genauer rein, was da steht und zieht euch das richtig schön mal unter die Augenlider. Dann gibt es viele Mac-Fixes bezüglich des Verhaltens von Biolumineszenz beim Betreten von Wasser zum Beispiel, Probleme mit der Darstellung diverser Cockpit-Items und so weiter und so fort. Dann können jetzt endlich Cataphract, Cicada, Raven, Spider, Stalker und Ricochet die Fraktionskamos. Freue ich mich persönlich noch ein klein wenig. Also ich werde sie mir jetzt nicht direkt kaufen oder so, aber es ist ein Punkt, den ich schon sehr gut finde. Und so suchen wir mal eben. Müssen wir, glaube ich, ganz runter. Ja, da sind sie. So, zack. Ach schade, dann nimmt er dann hier wieder die Standardfarben. Die Farben, die man ausgewählt hat, nicht? Warte mal, Colors. Ich muss das jetzt ja einmal eben hier so ein bisschen angucken, wie der gute alte Cataphract zum Beispiel als Steinermeck aussieht. Ich finde das ja immer so wunderschön. Hat auf jeden Fall was, meiner Meinung nach. Ich finde es wirklich toll, dass sie das gemacht haben. Daumen und Hut dafür. Die entsprechenden Hero Mice können nun die meisten Standard-Kamos. Also ein weiterer Schritt in Richtung alles so, wie man es gerne haben will oder so. Ach, keine Ahnung. Fürs Auge halt ein bisschen was, ne? Und wieder viele kleine Fixes und Änderungen, was Crashes, Anzeigen und so ein Gedöns angeht. Die Video-Settings, das habe ich jetzt noch nicht überprüft, aber angeblich ist dem so, haben nun Tooltips, wenn man hier drauf geht. Was bedeutet? Motion Blur? Yes. Dann gucken wir mal bei den Advanced Options. Das, was bei vielen Leuten ja manchmal Probleme bereitet. Die Particles. Adjust the Particles Level of Quality. Das ist ja eine super Beschreibung. Das hätte ich mir auch tatsächlich persönlich schon so ein bisschen denken können, dass wenn ich die Partikel einstelle, dass es tatsächlich den Qualitätslevel bestimmt, weil dafür sind die Grafikoptionen da. Da muss ein Genie bei PGI arbeiten. Vielleicht war es Russ Bodokus persönlich. Ich weiß auch nicht so recht. Naja. Bei den Vorratskisten kann man nun die Öffnungsanimation wählen, was ich persönlich auch wieder sehr begrüße. Dann gibt es viele Crashfixes. Eins davon ist zum Beispiel ein Problem wurde behoben, bei dem der Client crashen konnte, wenn der Spieler ein Netzwerkkabel zog, während er sich im Fairplay einloggte. Ey, wer zur Hölle macht sowas? Wer versucht sowas? Wer testet sowas aus? Gebe ich auch, dass auch ein sich wiederholender Fehler ist. Ganz ehrlich, wenn der Client crasht, wenn ich den Netzwerkstecker ziehe, das doch. Im Prinzip war es scheißegal, weil aus dem Spiel raus bin ich so oder so. Wenn ich den Netzwerkstecker ziehe, Internetverbindung theoretisch weg, will ich mal frei behaupten, weil die meisten Leute, wenn sie einen Netzwerkstecker haben, über den Netzwerkstecker ins Internet gehen. Und dann beschweren sie sich darüber, dass der Client crasht, wenn die so einen Scheiß machen. Ganz ehrlich, bei anderen Spielen wird sowas nicht mal gefixt. Da wird auf die Meldung, dass das ein Bug ist, nicht mal geantwortet oder so. Junge. Und dann beschweren sich die Leute, dass PGI bei den wichtigen Sachen nicht vorankommt, wenn die so einen Kack fixieren, reparieren müssen. Ne? Ach, naja, nun. Gucken wir uns einmal eben kurz die neuen Champion Max an. Für all jene, die es nicht interessiert, bis zu diesem Punkt, besten Dank fürs Zugucken. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und der Rest kommt jetzt einfach mal schön mit ins MacLab. Wir gehen dann auf Bose und auf Trial Max. Dann gucken wir uns einmal All. So, ach, ich hasse ja wieder diese komische Aufteilung. Na gut, der Jenner 2C mit. Jo. Ach, das ist einfach. Also, das sieht man direkt so. Das ist konkret eigentlich die aktuelle Meta. Der Jenner 2C. Der 7er mit seinen 4 SRM-4ern und 2 SRM-2ern. Für entsprechend Hitzeeffizienz, Hitzestrafumgehung etc. pp. Feuerbomben, so 10. Der Panther, bin ich mal gespannt. 2 PPCs. Auch Meta. Die Crab hat 3 Large Pulse Laser, auch Meta. Ich meine, okay, also grundlegend sollte man natürlich so Anfängern, Frischlingen oder Leute, die gerne Trial Max fahren, einfach auch die Möglichkeit geben, Trial Max zu fahren, die effizient sind, die sich leicht an die aktuelle Meta anlehnen. Aber das komplett nur auf die aktuelle Meta zu machen, aber ich weiß ja nicht so recht, ob das eine gute Idee ist. Weil, wer weiß, vielleicht ändert PGI irgendwann wieder die Meinung, dass die Innersphere nicht mehr 3 Large Laser, egal welcher Bauart, gleichzeitig erfolgen kann. Dann hätte man wieder ein Problem. Hunchback 2C, 2 Ultra AC10er, 2 Medium Laser, auch ziemlich Meta. Wenn man den als Fun-Mac fahren möchte, dann würde ich ja, wenn man ihn hat, auch 2 Ultra AC20er oder Double Gauss fahren. Macht auch sehr viel Spaß. Vor allem mit den 2 Ultra AC20ern. Der ein oder andere hat vielleicht früher, das Video gesehen, wo ich das Ding mit Double Ultra AC20 gefahren habe und einen Direwolf platt gemacht habe. Das war geil.
Der wurde zwischendurch leicht abgelenkt durch Feuer aus meinem Team, hat aber dadurch nicht so viel Damage bekommen, weshalb ich mich sehr über diesen Sieg freue. Oh ja. So, der Grasshopper 5H. Surprise, Motherfucker. Drei Large Pulse Laser mit irgendeinem Gedöns dabei. Also ein Heavy Mech, immer drei IR Large Laser oder drei Large Pulse Laser. Dann noch mit irgendeinem Energiegedöns dabei. In diesem Fall zwei Small Pulse Laser. Wow. Ich hätte tatsächlich dann eher die Tendenz zu zwei Medium Lasern gehabt, weil die von der Reichweite und der Reload-Zeit im Harmonisieren. Aber nun gut, jedem das seine, nicht wahr? Der Orion 2CA mit der dicken 20er Pumpgun und vier Clan SM6er mit Artemis. Das ist auch so primär Meta. Das ist so ein kleiner Atlas-Bild von den Clans nachgemacht, ohne Laser-Unterstützung. Aber hier haben die Shoulder-Schmiss als einfach dann direkt mal Artemis mit dabei. Das Ding läuft 77,8 km/h. Wenn man den runterdrückt auf 70 km/h, hat man den immer noch hitzeeffizient und kann dann auch noch Energiebewaffnung mitnehmen. Wenn man den selber so nachbauen wollen würde oder so. Ich meine, gut, mit fast 80, wenn man den im Besitz hat, vielleicht sogar oder zumindest gelevelt, na, dann könnte man da noch mehr Spaß mit. Ah, ist ja auch egal. Also, es hat auf jeden Fall einen dicken Bums. Der 20er Pumpgun ist sowieso geil und allein 4 SM6er mit Artemis sind schon übelst gefährlich. Also, der Build ist gut, aber auch Meta. So, Highlander 2CC mit zwei Dart Pulse Lasern, einem Medium Laser, zwei Ultra C10ern und einem Targeting Computer. Ist ein schön ausgeglichener Mech, schön ausgeglichener Build. Primär aber, glaube ich, auch tatsächlich so Meta, wenn ich mir überlege, was so viele Leute in ihren Highlandern fahren. Also von daher. Ach, ja. Ach, na gut, ich brauche gar nicht so viel beim Meta zu stimmen. Wir gehen einfach mal die Builds zu. Der Build ist gut, er ist valide, er funktioniert. Das ist jetzt auch kein mit der. Wenn sich die Meta-Event ändern sollte, oder die Vorlieben der Spieler, sagen wir mal. Es ist kein Mech, der dadurch schlechter wird oder sowas. Er hat seine Geschwindigkeit, er hat Jump Jets, also zumindest eins, glaube ich, drin bei 6,4 Metern, die er sprengen kann. Somit hat er ein bisschen mehr Wendigkeit, was im Nahkampf, im Brawl, wenn er mit den Ultras arbeitet, schon ganz gut ist. Ansonsten sind die Large Pulse Laser mit den Ultras wunderbar, um auf mittlere Reichweite wirklich effizient Schaden auszuteilen. Der eine ja, Extended Range Medium Laser ist, glaube ich, Geschmackssache. Das Tüpfelchen auf dem I oder sowas. Ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Kann man machen, kann man machen. Und zu guter Letzt der Zeus 6T. 4 Medium Pulse Laser und 3 SM6er mit Artemis. Wenn ein Zeus ein Metamech wäre, dann wäre das auf jeden Fall ein valider Build. Möglichst viel Geschwindigkeit. What the fuck? Ne, XL380, alter Schwede, das ist aber. Also bei den Schultern vom Zeus finde ich das tatsächlich ein bisschen mutig. Ja, bla bla bla, ist okay, kann ich nichts ändern, weil er hat nun mal ziemlich breite Schultern. Aber wenn man dann wieder guckt, in der Geschwindigkeit von 82,7 km/h, wenn er Torso twistet, kann er mit diesen richtig fetten Oberarmen und diesen dicken Keulen, was die Arme darstellen, schon sehr viel Schaden von den Seitentorsi auch ablenken, ableiten. Also da ist ein Hit-and-Run-Mech, ein schneller Brawler, der herumtänzelt, der könnte wahrscheinlich auch relativ problemlos einen Atlas bekämpfen. Was heißt relativ problemlos? Man muss sich natürlich schon ein bisschen bemühen. Mit Bewegen, Tänzen, yeah, Tanzen, ein bisschen rumdancen und Torso twisten, dann hat man aber, glaube ich, auch ganz gut gegen den Atlas eine Chance. Ist interessant, der Build. Also mit 3 SM6er Artemis und 4 Medium Pulse Laser, es ist halt schon ein fieser harter Punch. 62,7 Alpha Strike. Zweimal auf dem Seitentorso, viermal auf dem Center oder fünfmal, je nachdem, wenn man dann konkret treffen würde. Ja, aber da kann man schon schön was mit anfangen. Naja, Leute, so, jetzt besten Dank fürs Zugucken an all jene, die noch bis hierhin da geblieben sind. Haut rein, bis zum nächsten Mal.